Alright guys, today I will take my first QSO with a Square SDR, and to first I will show and that you can listening my audio voice from the Square SDR. Wait a minute, I play the file. Das ist Delta Oscar 6 Bravo Juliet mit einer Testauserkennung 1, 2, 3, 4, Delta Oscar 6 Bravo Juliet. I repeat it again. Das ist Delta Oscar 6 Bravo Juliet mit einer Testauserkennung 1, 2, 3, 4, Delta Oscar 6 Bravo Juliet. Okay, now watch the video and I hope you have fun. By the video, but the video is only in German language, but I think that is not a problem. Und hast du denn so einen Kühlschrank im Scheck, wo so ein 20er Pack Bratwurst drin ist, oder wie läuft das? Natürlich nicht. Delta Oscar 6, Bravo Juliet. Hallo Thomas. Hallo Thomas. Jo, hallo miteinander, Wolfgang, Bernd, Uwe, ich weiß nicht, wer alles hier ist. Ich hatte hier gerade reingeschaltet, weil ich hier nochmal mit meinem kleinen Square im Gange war. Ich habe hier nochmal das Setup ein bisschen verändert. Schönen guten Morgen euch alle. Gibt keinen Uwe, aber macht ja nichts. Ich bin traurig und enttäuscht über dich, dass du meine erotische Stimme nicht erkannt hast. Ach ja, verzeiht mir. Vor allem wollen wir so nah aneinander wohnen. Ach nee, mit der Autostadt, stimmt ja. Ja, das ist ein bisschen weg, ne? Übrigens, ich mache hier mal gerade Mitschnitt. Ich hoffe, ich habe eure Erlaubnis dazu. Das ist ein Live-Mitschnitt von dem gesamten QSO hier, was sich jetzt im Moment ist. Ich stelle das mal in eine Gruppe dann. Wem den Square SDR mache ich das halt mal so, ja? Oh ja, das würde mich natürlich auch mal interessieren. Vor allen Dingen, welche Software benutzt du denn, nicht? Und vor allen, ja nee, als allererstes erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Gerät, ne? Hört sich wirklich gut an, muss ich einfach sagen. Und ich denke mal, wenn die Auflage größer wird oder eine Neuauflage passieren wird, dass ich mir dann auch so ein Ding mal zukommen lassen werde. Ja, unbedingt, Bernd. Ne? Also für 435 Euro ist das nicht viel Geld und das ist wirklich ein tolles Gerät. Ne? Und der Alex hat das ja auch. Den hatte ich ja dabei so ein bisschen geholfen und der hat schon die Signalrückführung am Laufen. Ja? Ich glaube, ja, ich hatte da glaube ich auch einen YouTube, nee Quatsch, das hatte er auf Facebook, aber das müsste man auch sehen können. Das hatte ich reingestellt in der Gruppe. Ja, alles gut, ne? Also ich sag mal so, ich habe mich ja immer so ein bisschen davor gesträubt, so mit diesen Blackboxen anzufangen, ne? Weil ich bin so ein Klopfradiofunker, das muss man einfach sagen, ne? Aber trotz alledem zum Spielen und mal zum Ausprobieren ist das genau das Richtige, ne? Und so wie das aussieht, also ist es ja hervorragend, ne? Muss man einfach so sagen. Ja, Bernd, ich habe hier von der Software, also erstmal ist das Tethys, die aktuelle Version für den Hermes Lite. Allerdings ist das noch die 10.22.1 Beta. Naja gut, aber ich mache da noch Videos, wie das dann eingerichtet wird und so. Aber das ist jetzt erstmal, wie gesagt, nur ein Live-Mitschnitt. Was wollte ich denn sagen? Achso, Equalizer habe ich hier von der Software nicht eingeschaltet. Ich habe nur hier von meinem Go XLR. Da ist ja auch ein Equalizer softwaremäßig drin und ja, und das hört ihr gerade. Ja. Ja, alles gut, ne? Also man kann noch ein bisschen verändern, aber du hast ja dein Setup, ne? Das machst du ja selber, ist auch alles gut. Was dich interessieren würde, wann wird denn eine Neuauflage erscheinen? Weißt du da schon Näheres? Und wenn, wo kann man das bestellen? Ja, ich schick mal den Link in der Gruppe und das ist der René aus der Tschechei. OK, ich habe das Rufzeichen vergessen. Am besten den mal anschreiben, ne? Also da sind mit Sicherheit sind da schon jede Menge Vorbestellungen, denke ich mal, wenn ich das in der Facebook-Gruppe da beobachte, dass jetzt innerhalb der letzten Tage oder letzten Stunden sind da so viele neue Leute zugekommen. Ich denke, der wird richtig was zu tun haben. Oh, du hast doch gut Werbung gemacht. Ja, das ist auch ein tolles Teil, ne? Also für, wie gesagt, und ich finde den definitiv ist der hochwertiger verarbeitet wie der Hermes Lite. Und das ist ja hier im Prinzip ein 100%iger Klon, ja? Ja, hast du die Möglichkeit, da jetzt ein Ding zu schicken, dann würde ich das jetzt ordern.
Ja, ich bereite das mal vor und breche dann mal hier die Aufnahme ab und die stelle ich gleich in eine Gruppe rein. Ich hoffe, die ist nicht so groß, dass WhatsApp das noch macht. Ansonsten setze ich da mal einen Link rein, wo ihr dann das über die Cloud runterladen könnt. Ja, du kannst ja mehrere Dinge, kannst ja mehrere Clips reingeben. Ich gebe das Mikrofon erstmal weiter zu Wolfgang. Ja, klingt gut, das kleine Teil da, der viereckige, hätte ich bald gesagt. Ich habe dann auf den Bildern gesehen, wie du den in der Hand hast, dass das Ding doch noch deutlich kleiner ist, als ich so von den ersten Bildern, die ich sonst gesehen habe, ohne irgendein Vergleichsbild, hatte ich mir das größer vorgestellt, das Gehäuse. Aber der ist ja echt mini-klein, kann man sagen. Ne? Das ist schon erstaunlich, ja. Ja, sieht sehr sauber verarbeitet aus und so. Du hast ja auch Bilder davon geschickt, von innen und so weiter und von der Fertigung. Dann schließe ich daraus, dass du und Alex ja einen von den ersten 10 bekommen haben. Ist da denn auch eine Seriennummer drauf? Was weiß ich, Nummer 8 oder Nummer 5 oder irgendwie so? Danach habe ich noch nicht geguckt, aber ich habe die Verwendungszwecknummer, ich habe das ja mit Alex verglichen, ich habe die 1, ne? Also ich habe das erste Gerät von diesen. Oha, der ist dann später mal besonders viel wert. Ja, und also meines Wissens kenne ich jetzt 4. Das ist einmal der Alex, dann ist das der Pit, DLK, keine Ahnung, wie das Rufzeichen weiter heißt, von der 753. Und dann noch ein Achim. Ich habe gestern mit dem Arno mich unterhalten und den Johannes. Und ein Achim, ich weiß jetzt aber nicht das Rufzeichen, der hat den wohl auch. Also 4 sind mir bisher bekannt, die das Teil haben. Ach, der Johannes hat auch so einen. Nein, ein Achim, ich weiß nicht, wie das Rufzeichen heißt. Und ein Teil ist auf dem Weg in die USA. Also das ist irgendwas mit W5, keine Ahnung. Also 5 sind die weiß ich, die haben. Ja, okay. Ja, alles gut. Und Mikrofon hast du ja auch, der hat, glaube ich, keine direkte Mikrofoneingangsbuchse. Das machst du jetzt komplett über den PC. Also das Mikrofon, was am PC hängt, ist jetzt quasi aktiviert auch, ne? Ja, ne? Also ich mache das über den, ich mache da auch jetzt gerade mal ein Foto von, damit ihr das sehen könnt. Das habe ich jetzt mal gerade mit reingeschoben in dem Video. Ich mache das jetzt aber mal wieder zu, damit man wieder das andere sieht. das ist dann halt dieser Go XLR, den ich hier mir gekauft hatte. Ich hatte erst den kleinen und jetzt habe ich halt den großen, ne? Also wie gesagt, wenn ihr dann in dem Video guckt, ich habe oben dann die Steuerleistung, was reingeht und dann das neben der Frequenz, da wo gelb ist, kann man jetzt schlecht beschreiben, aber ihr seht ja schon, das was dann rauskommt halt, ne? Das seht ihr. Bist du dir sicher, dass der nur wirklich 10 Stück davon hergestellt hat? Ja, du brauchst doch bloß auf die Bilder zu gucken, das sind die ersten 10 Platinen und das sind auch die ersten 10 Geräte, ne? Das ist ja die Produktion, die er da gemacht hat. Das sind erstmal 10 Stück. Kann man sich gar nicht vorstellen, so wirklich, ne? Dass er da wirklich nur 10 Stück von gebaut hat, erstmal. Ja, so wie ich das gelesen habe, meine ich, er ist in Vorkasse gegangen mit, ich glaube, 6.000 €. Also jetzt die Platine zu bestücken und die ganzen Sachen zu machen und so weiter. Ich glaube mal irgendwo gelesen zu haben, dass das 6.000 € waren. Okay. Achso, übrigens nochmal hier, Dora Otto 2 Hotel Mike hier am Mikrofon, Auetal. Aber wenn er auch in Vorkasse geht und ein Gerät kostet 400, macht er Minusgeschäft. Ja, ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, was da alles, warum, wieso, weshalb. Das kann ich dir nicht sagen, Bernd, ne? Der musste das ja auch alles testen und prüfen und keine Ahnung. Der wird aber, ich denke mal, der wird dann schon irgendwann auf seinen Schnitt kommen. Ja, vor allen Dingen wird er den Preis mal anheben. Da gehe ich ganz stark von aus, wenn der merkt, dass das Ding abgeht wie Schmidts Katze, dann wird der mit Sicherheit den Preis höher machen.
Eigentlich könntest du doch eins bestellen, oder nicht? Noch eins? Ich weiß nicht, ob ich noch eins kriege. Ja, ich schicke dir das gleich und da hat der Mike gerade eine Sprachnachricht gesetzt. Schau mal, ich schicke das gleich mal rein und lass mich mal kurz QX machen und ich mach dann mal das Video kurz auch. Ne, ich mach das mal kurz.